Mit diesem Programm möchte ich einem sagenumwobenen, leider verschollenen Instrument nachspüren, dem Pantaleon. Das Pantaleon ist ein von Pantaleon-Hebenstreit aus einem einfachen Hackbrett entwickeltes, sehr großes Instrument, das an vielen Höfen Europas zu Gehör kam und sehr geschätzt wurde. Zunächst war das Pantaleon eine große Inspirationsquelle für den Hammerklavierbau, gerade in Mitteldeutschland. Nach und nach wurde es aber dann vom Hammerklavier verdrängt und es geriet vollkommen in Vergessenheit. Auch der berühmte Orgelbauer Gottfried Silbermann hat für Pantaleon-Hebenstreit Pantaleons gebaut. Vieles deutet darauf hin, dass auf den Pantaleons häufig Arrangements vorgetragen wurden. So haben wir überlegt, was wohl Pantaleon Hebenstreit für sein Instrument arrangiert hätte. Und warum Bach? Bach kannte höchstwahrscheinlich das Pantaleon. Als er Kapellmeister am Köthener Hof war, spielte ein Pantaleonspieler vor am Hof. Möglicherweise war es sogar Pantaleon Hebenstreit selbst. Es ist auch naheliegend, dass Bach das Pantaleon über Gottfried Silbermann kennengelernt hat. Und es wird ihm auch nicht entgangen sein, dass sein Vorgänger in Leipzig, Johann Kuhnau, das Instrument selber gespielt hat und sehr geliebt hat. Neben einigen Solo-Arrangements sind auf unserer CD auch Bearbeitungen Bachscher Violinsonaten zu hören. Das Prälude aus der Partita Nummer 3 ist selbst das beste Beispiel, dass auch Bach sehr oft Bearbeitungen hergestellt hat vom gleichen Stück für verschiedene Instrumente. So hat er dieses Stück arrangiert für sehr verschiedene Fassungen. Es gibt eine Fassung ganz intim für laute Solo oder auch für Violine Solo und dann eine extrovertierte Fassung für obligate Orgel und volles Orchester. Bestimmt hätte Bach nichts dagegen gehabt, dieses Stück unter den Händen Pantaleon Hebenstreits zu hören.